Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mission Luftrettung. Wir starten hier in Mission Nummer 13 und wir arbeiten als Kurierdienst. Und zwar müssen wir Forschungsmaterial zur Universität transportieren. So, Mission starten. Wir nehmen den Transporthubschrauber, das ist schon ganz gut. Und ja, mal sehen. Go to report for Nicht researching schlecht. Er geht materials. einfach mal direkt ins Le Was? Laufe ich denn? Kann ich als Beifahrer mitfahren? Das wäre cool. Muss anscheinend mit dem Auto fahren. Motor an und losfahren, komm. Na, da geht's nicht lang. Kann man gar nicht mit meinem Joystick steuern. Verdammt, wie bremse ich? Ich kann nicht bremsen. Ah! Ah, hab die Handbremse gefunden. Einfach Leertaste drücken. Permanent Gas. Nicht schlecht. Was ist jetzt los? Na ja, gut. Fahr jetzt einfach mal hier geradeaus. Mal gucken, wo wir hinkommen. Oh, das war schlecht. Ja, gut. Jetzt weiß ich, wo wir hinkommen. Abgrund runter. Oh, ein bisschen aber Abgrund lang. Warum gibt das Auto hier kein Gas mehr? Mensch. Gib Gas. Ansonsten fahr halt hier runter. Oh, das geht sogar. Na, machen wir mal. Bisschen Offroad hier. Bisschen eine Rallye fahren. So, ja. Warum nicht? What? Was war denn das gerade? Das war verhalten von diesem Fahrzeug. Ich will das jetzt aber nicht in Frage stellen, aber, ne? Kommt mir vor, als würde man so ein Spielzeugauto einen Berg runterschubsen. Komm, gib Gas. Eieiei. Ey, da oben ist eine Straße. Vielleicht hilft die uns ja. Wenn wir drauf kommen würden. Ah, das wird schwierig. Also sind wir wenigstens in Straßen. Wir verhalten uns mal so, als wären wir von der Fahrbahn abgekommen oder so. Naja. Ist vielleicht nicht so der geländetauglichste Wagen. Ich denke jetzt ja, wir wären auf der Straße und da kann ich wieder Gas geben. Mann, hätte aber funktionieren können. Oh, verdammt, wo fahren wir denn? Nein! Nein, 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 nein! Du and the half hour later. Yo, genau! Escalade nicht so! Gut, hätte ich jetzt ein Facecam, würde ich euch denken, jo, wie guckst du denn? Aber das Auto, naja. Fast wie neu. Jetzt die Person das überlebt, der Kopf steckt durchs Dach. Geil. Geil. Naja. Ich dachte, das wäre ein Geländewagen. Ich meine, der Wagen sieht doch fast aus wie neu, oder? Mir doch jetzt keiner erzählen, dass der nicht aussieht wie neu. Das Fenster hängt so rechts neben dem Auto. Nicht schlecht. Das andere links neben dem Auto. Alles verdellt, der Kopf hängt durchs Dach. Fahrrad überlebt und fährt weiter. Naja. Wusstet ihr schon, dass hier ist ein Strandbuggy, deswegen fahren wir jetzt am Strand lang. Schwebt das Auto irgendwie. Naja, egal. Das Auto fährt so gerade darum, obwohl es eigentlich nicht nur wirtschaftlicher Totalschaden sein müsste, sondern noch viel mehr. Nö, ich meine, die Person, die da drin sitzt, hätte es auch mal locker überlebt. Verstehe ich natürlich.
Das ist eindeutig, das hätte jeder überlebt. Und das Auto wäre fast wie ein Neuwagen gewesen. Könnte man fast noch verkaufen. Ja, vielleicht hätten wir uns eher die Straße nehmen sollen. Ich glaube, da wäre es schneller gewesen. Aber jetzt machen wir so einen schönen Strandausflug. Jo. Das Wasser escalated ein bisschen. Wir lassen uns jetzt auch noch die Füße nass machen. Ich lasse das Auto jetzt einfach nur geradeaus fahren, weil ich fahre ja sowieso selbstständig. Ja. Ist toll, ne? Aber das ist auch toll, dass ich mit meinem Joystick gerade gar nichts machen kann. Läuft. Fahren wir überhaupt gerade hin? Fahren wir hinten zum Hafen, so wie es aussieht, ne? Hätten wir auch einen Hubschrauber nehmen können? Wäre das nicht leichter gewesen? Hier ein bisschen warm fahren. Okay, verlieren wir noch mal Zeit. Ach, Leute. Mit der Handbremse kann ich bremsen, das ist logisch, ich weiß. Aber, naja, es macht nichts, ne? Und ich finde keine andere Taste, die was machen könnte. War da eigentlich. Oh ja, ich habe gerade Aussteigen gefunden, das ist aber toll. Lass mal den Motor, fahr weiter. Oh, oh, oh. Dieses Auto und diese Fahrt, ne? Unglaublich. Hoffentlich sind wir bald mal auf einer Straße. Das ist ja unmöglich, ey. Aber ich fand das schon sehr amüsant, wie das Auto sich da den Berg runtergerollt hat. Also, muss man ja mal sagen. War vor allen Dingen auch, ja, sehr gesund. Ich meine, wie schnell und wie oft hat sich das gedreht? Wer hat mitgezählt? Schreibt es dann in die Kommentare. Ich glaube, das war zählbar. Hm. Was zum... Ja, hier geht erstmal das Land vollkommen runter. Anstatt, dass man es da begradigt, dass man da rüberfahren kann. Nein. Aber wir können schon mal wieder schneller fahren. Wir haben einen Sportgang gefunden hier. Männchen hier drinne oder Fräuchen hat auf jeden Fall den zweiten Gang gefunden, aber nur für kurze Zeit. Ah, jetzt hat es hier die Gänge gefunden, okay. Wo kommen wir hier rein? Fahren wir ein bisschen hier lang, hier kann man schnell fahren. Auto fährt 60, ja, das ist hart. Dafür, dass es so geschrottet ist. Ah, bin drin, ne? Ha, oh. Vor allen Dingen ist das nicht gerade auf der Karte hier als Wasser markiert. Naja gut, wollen wir nicht so sein. Dann sehe ich den roten Punkt schon zwischen den Containern. Rasen wir jetzt natürlich mit unserem coolen Auto hin. So. Was ist das für ein Metallkasten? Bremsen! Aussteigen besser. Nee, ich muss drin bleiben. Dann Engine starten. Deliver the materials to the university. Gut. Ich glaube, diesmal folgen wir lieber der Strecke, ne? Glaube ich angenehmer. Wobei das eben ja wirklich ja, unterhaltsam könnte man schon nennen war, ne? Ich glaube, jetzt sehe ich auch die Straße, wo ich hätte langfahren müssen. Ich glaube, ich hätte einmal hier nach links den Berg runterkommen müssen. Also einmal durch die ganze Stadt und dann da drüben runter. Wo ich nichts Besseres zu tun hätte. Ich glaube, da waren wir jetzt genauso schnell. Wo geht's denn hier raus? Verdammt. Ah, Container. Da vorne, oder? Ah. So. Folgen wir einfach mal der Straße hier. Ich gehe mal davon aus, dass die uns da hochführen wird. Ansonsten müssen wir suchen. Das hat ja wieder super funktioniert. Wo geht's denn hier hoch? Drehen wir mal rum. Ja, jetzt sind wir hier unten und ich weiß nicht, wie wir da hochkommen. Und ja, Leute, so wendet man. Alle anderen Varianten gehen ja nicht. Ich habe hier nicht mal einen Rückwärtsgang oder so.
So, wir fahren jetzt einfach mal hier die lange Gerade entlang und suchen eine Straße, die nach oben führt. Kann ja nicht wahr sein, dass es hier nirgendwo eine Straße gibt. Irgendwo muss eine runterführen. Ist halt nur die Frage, wo, ne? Wir können es jetzt auch kilometerlang geradeaus fahren, so ein bisschen australisches Outback so. Hey Leute. Bei meinem Glück ist so, die Auffahrt in die andere Richtung gewesen. Aber juckt mich nicht. Ich sehe hier vorne nichts, was aussieht, als würde eine Straße hochgehen. Drehen wir hier mal rum. Genau. Button 5. Funktioniert nicht. Warum funktionierst du nicht, Joystick? Wollte ich mir erzählen, dass ich die ganze Mission nochmal machen muss? Wirklich jetzt? Start mal deinen Motor und dreh mal die Räder ein bisschen. Hilft das nicht? Nein. Warum? Okay, wir brauchen irgendwie eine Lösung. Gucken wir mal schnell bei den Bedienungselementen rein, ob ich das so auf die Schnelle umbelegen kann. Was mache ich denn? Nächste Seite. Zurücksetzen, wo ist das denn? Ist gar nicht. Links, rückwärts, vorwärts, springen, rennen, nein, nein, nein. Nein. Wo habe ich denn bitte Button 5 belegt? Seilwinde? Ja, das war's. Nicht schlecht. Okay, ich glaube, wir haben ein Problem, Leute. Ja, ich schätze, wir haben ein Problem. Ich kann das Fahrzeug nämlich nicht zurücksetzen. Und, naja, ich würde sagen, wir versuchen einfach in der nächsten Folge, wenn das Auto wieder auf den Rädern steht und ich es hinbekommen habe, die Auffahrt zu finden und da hochzukommen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge. Diese Folge hier war sehr chaotisch und ja, wir sehen uns. Ciao.